Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 2. Oh, da haben wir einen kleinen Ruckler drin gehabt. Die Welt baut sich noch langsam auf, denn ich habe sie ganz frisch gestartet. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen hier mit Minecraft und so. Ich habe auf jeden Fall ein paar kleine Ideen, die wir so einbinden können. Mann, ist eine dramatische Musik hier. Bei dieser dramatischen Musik werden wir hier erstmal den ganzen Krempel ablegen, den wir nicht brauchen. Krempel! 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 So, Blumen wollen wir nicht hier. Rothühnchen können wir hier mal einen Ofen hauen. Da. Hier da, denn den Ofen so, dann haben wir das hier reingehauen. Das Bett können wir theoretisch hier mal so hier so hinpacken. Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, ich habe Ideen, habe ich ohne Ende. Wir brauchen Kohle, auf jeden Fall, weil wir Kohle brauchen. Nein, Quatsch. Wir müssen auf jeden Fall, ich habe jetzt so voll den Plan und den muss ich auch straight durchziehen jetzt. Hm? Wie gesagt, ich bin trotzdem für Themenvorschläge auch. Ich bin trotzdem für Vorschläge immer offen, die man so quasi einbinden könnte, was man hier so machen soll. Und das war unsere Spitzhacke. Wir machen mal mit der Holzspitzhacke weiter, ist ja kein Problem. Die muss eh weg. Und dann machen wir uns einfach mal bei Gelegenheit eine neue aus Stein. Vielleicht finden wir irgendwann auch mal Eisen. Wir müssen zwischendurch auf jeden Fall eine Höhlenerkundungstour machen hier. Dazu reißen wir aber erstmal hier den Stein weg. Der muss nämlich weg, der Stein. Der Stein, 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 Stein. Ja. Den reißen wir hier weg. So. Und dann haben wir hier noch einen Stein. Ach ja, ich mag das Lied. So, hier die Erde muss auf jeden Fall weg. Und dann quasi, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich werde jetzt hier die Rückseite vom Haus bauen. Das heißt, wenn es jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen kacke aussieht, nicht wundern, es ist nur die Rückseite. Wir fangen quasi hinten an, arbeiten uns von unten nach oben. Und das wird super mega episch, das weiß ich. Es wird wahrscheinlich bloß 6 Millionen Folgen dauern. Ja. Andererseits habe ich voll den Plan. Vielleicht geht es ein bisschen schneller. Ich habe mir gestern so mir eine kleine... Das ist ein Holzschwert. Ich habe mir mal so kleine... Ich habe mir so kleine, weißt du? Habe ich mir so kleine Welt erstellt, Junge. Und dann... nein, Quatsch, ich habe mir eine Kopie erstellt und... RIP. In dieser Kopie habe ich schon mal etwas vorbereitet. Achso, wollte gerade sagen, jetzt habe ich hier alle Steine reingeballert oder was. Zack, haben wir Spitzhacke. Die Tür können wir eigentlich auch hier reinpacken. Die brauchen wir jetzt nicht. Genauso wie... Ja, den Rest nehmen wir mal noch mit. Wir wissen ja nie, wann hier mal so ein Creeper kommt. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Achso, eine Schaufel. Zack. Machen wir uns hier mal noch so zwei von den Holzlöffeln. Die sehen ja wirklich aus wie Löffel. Die Steinschaufeln. Ist halt ein bisschen sehr strange. So, und bevor jetzt hier die Monster kommen, würde ich sagen... Oh, wieso habe ich denn jetzt die Tür weggelegt, ich Idiota? Sonst muss ich kurz abmessen. Lalalala. So. Quasi bis hier. Stein nehmen wir mit, weil die werden wir brauchen. So. Okay. Auf jeden Fall, ich denke mal, wir können jetzt hier so... ohne Probleme das Bett reinlegen. Tür. Ach da. Mann, ich habe hier schon wieder total die Verwirrungen. Nee. Scheiße. So. Genau. Und dann können wir hier pennen. Hier ist es eh so eng, da kann nichts spawnen. Ja, mal geil. Das ist jetzt euer Ernst? Scheiße. Toll. Okay, machen wir so. Okay. Alter. Was war das denn? Entschuldigung, jetzt musste ich mal kurz cheaten. Da hingen wir dezent in der Decke fest.
Ist ja auch geil. Also gar nicht geil, ich zum Kotzen hier. So, machen wir hier dicht. Alter, das war knapp. Das war knapp. Gut, wir können uns auf jeden Fall jetzt weiter dem Abbau widmen hier. Es wird hier alles weggerissen und dann werden wir die Steine schön verarbeiten. Ich habe mir so gedacht, wir bauen das Haus aus Holz und Steinziegeln. Und zwar ein bisschen anders. Dazu brauchen wir Steinziegel. So, und dann machen wir das Ganze. Ja, die Frage ist natürlich, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Es würde ja quasi alles doppelt belegt werden. Also ihr wisst wahrscheinlich dann, was ich meine, wenn ich euch gesagt habe, was ich meine. Also ich weiß es selber noch nicht genau. Aber wir müssen mal gucken, das ist ja immer ein bisschen was anderes, wenn man im Kreativmodus hier baut und dann aber in Wirklichkeit nicht im Kreativmodus ist. Jetzt müssen wir uns hier alles zusammenfarmen. So an sich habe ich gestern die Rückseite vom Haus, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden fertig gehabt. Mit Farmen und so weiter wird das, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Vor allem, wir müssen wirklich bald mal eine Höhlenerkundungstour machen hier, so eine richtig schöne. Da müssen wir mal gucken. Denn. So, dann ist die weg, die Spitzhacke. So, hier bauen wir alles ab. Ja, Höhlenerkundungstour müssen wir auf jeden Fall machen und mal ein paar Rohstoffe farmen. So vor allem Kohle. Vor allem Kohle, ja. Und Eisen. Eisen auf jeden Fall. Eisen ist immer geil. Eisen habe ich gehört. Das soll richtig geil sein. Nee, Quatsch. Müssen wir auf jeden Fall farmen, bis der Arzt kommt. Weil sonst kommen wir hier nicht voran. Mit unseren Steinkram werden wir hier, glaube ich, noch eine ganze Weile dran sitzen. Das ist kein Zustand so. Aber ich denke mal, wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Bauen hier erstmal alles ab, weil Steine haben wir hier ohne Ende noch. Auf jeden Fall Erde haben wir hier auch. Was war jetzt? Wobei wir die Erde jetzt nicht so brauchen, weil der Sprachbug hier. Ja, dann müssen wir mal gucken hier auf jeden Fall. Also wir bauen jetzt erstmal alles ab. Alles abbauen. Also nicht alles. Ist ja, wie gesagt, ich habe ja da so einen kleinen Plan, den ich nicht so genau verraten werde. Und ihr werdet einfach mal wohl oder übel dranbleiben müssen. Und dann werdet ihr auch sehen, was dabei rumkommt. Deswegen werden wir weiter abbauen, 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 abbauen. Ist aber auch so viel Erde, ja, ich sehe das schon, dass wenn wir uns dann nachher unser Lager bauen, also unser Lager hier für die Rohstoffe und so weiter, dass wir auf jeden Fall schon wieder 5 Millionen Erdkisten brauchen. So, das kommt weg. Haben wir noch Holz? Nur Fichtenholz. Fichtenholz wollen wir nicht. Okay, wir packen das Fichtenholz hier rein. Genau, mit der Erde packen wir auch hier rein. Die Steaks können wir hier reinpacken. Den Apfel. Ach, das ist rohes Schweinefleisch. Okay, alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen zweiten Ofen. So, dann machen wir uns noch einen Ofen. Allein nur für... Ja, ist egal, packen wir jetzt da hin. Nur für Futter. Rohes Schweinefleisch. Haben wir da noch Kohle? Nein, haben wir nicht. Nur noch die da drin ist. Sehr geil. Okay, also ich würde sagen, die Höhlenerkundungstour lässt sich nicht vermeiden. Okay, dann werden wir auf jeden Fall mal hier jetzt so ein bisschen Stuff reinpacken. Die Sticks behalten wir mal. Die Pflastersteine können wir eigentlich auch hier alle reinpacken. Stein, das, die Erde, 19 Erde müssten reichen. Eichenholzbretter. Nehmen wir die Sieme mit. Für Notfälle sozusagen. Dann machen wir hier noch ein bisschen das Inventar sortieren. So. Quasi. Holzschwert, Steinschwert, Bogen. Würde mal sagen, wir machen uns mal noch ein bisschen mehr. Weil so weit kommen wir ja. So kommen wir nie so weit. Quatsch. So. Genau. Dann behalten wir das. Die Sticks nehmen wir mit. Das gebratene Hühnchen oder die Steaks. Ich würde sagen, wir lassen die Hühnchen hier. Pfeil. Wow, haben wir einen. Ein Pfeil. Bin ja begeistert. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier irgendwie eine Höhle suchen. Irgendwie so. Dann werden wir hier mal hochklettern.
Guck mal, hier brauchen wir. Wir können natürlich auch. Ja. Wir können natürlich auch erstmal nur Holz farmen. Das brauchen wir auch noch. Ohne Ende. Und dann, ja, keine Ahnung. Fackeln haben wir auch noch 20 Stück. Aber wir können uns eh keine weiteren machen. Guck mal, hier ist doch eine Höhle. Sieht doch schon mal gut aus. Wow. Eine riesengroße Höhle. Ich habe mich direkt verlaufen. Hammer. Hammer. Geil. Hammer, geil. Geil, Hammer. Na, Schweinchen? Ein Schweinchen namens Babe. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas Schönes finden, so zum Farmen. Ich kann ja nicht so schwer sein, hier was zu finden. Wir sind doch vorhin auch an, also vorhin, so in den letzten Folgen sind wir an 5 Millionen Orten vorbeigerannt. Wo es theoretisch was geben könnte. Mir fehlt echt die Minimap, das wäre so viel einfacher, wenn wir jetzt einfach wieder nach Hause wollen. Stattdessen muss ich jetzt wirklich dann nach Koordinaten suchen. Was ist kein Problem, die habe ich mir diesmal aufgeschrieben. Das hier sieht doch nach Höhle aus, hier gibt es auf jeden Fall Kohle. Das sieht gut aus. Kohle nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir die mit. So. Oh, nach unten graben war jetzt nicht so schlau. So. Wäre auch mal ein guter Zeitpunkt, um auf die Höhlen-Playlist umzuschwenken. Da ist noch mehr Kohle. Ja, ich sehe schon, das ist wieder so eine riesengroße. Naja, wir könnten Glück haben. Wir könnten Glück haben. Mann, diese scheiß Fledermaus geht mir auf die Nüsse. Auf die Nerven, Entschuldigung. So, dann werden wir auf jeden Fall hier mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht ein paar Diamanten finden. Aber das ist hier, das sind ja alles bloß so eine Kack-Mini-Höhlen. Kann doch so nicht arbeiten, Mensch. Gut, Kohle finden wir jetzt hier zu Genüge. Also ich hoffe mal, dass er reicht. Wir müssen auch die ganzen Steinchen dann braten, um uns diese Ziegelsteine, die anderen Steine da herzustellen. Stonebricks. Steinziegel. Jetzt habe ich es. Und, aber wie gesagt, Eisen wäre einfach mal besser für ein besseres Werkzeug. Dann würde das Ganze alles ein bisschen schneller abgebaut werden. Aber wir schauen mal. Es gibt ja auf der anderen Seite der Höhle nochmal einen kleinen Höhleneingang, sage ich mal. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an hier. So. Also Kohle gibt es ja hier en masse. Da können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Haben wir jetzt schon wieder fast einen Stack zusammen, das ist gut. Damit kann man schon mal arbeiten. Aber gut, wir brauchen ja auch dennoch Fackeln. Und dann brauchen wir noch so Zeug zum Verheizen. Und ich möchte ungern dafür Holz verwenden. Obwohl es ja möglich ist, aber Holz ist halt auch sowas, was man immer braucht. Wie ich es ja schon in einer der vorigen Folgen angesprochen habe. Komme ich jetzt wieder raus. So. Hier so. Jetzt kommen wir auf jeden Fall nochmal zu ein paar Steinen. Nein. Ma. Arsch. So nicht. Uah. Die Musik macht es auch immer nicht besser. Immer nicht. So, die Kohle lasse ich mal kurz da, wo sie ist. Wow. Diese scheiß Fledermaus. Da geht's schon wieder raus. Oh ja. Oh ja. Hab ich die Monster überhaupt an? Nö. Ist ja kein Wunder, dass hier nichts los ist. Ich wundere mich die ganze Zeit. Das war wieder Sackgasse. Am Arsch. Und warum habe ich hier schon wieder Ruckler drin? Das gibt's doch nicht. Komm her, jetzt stirbst du. So. Ich finde, die Fledermaus, wenn die schon so nervig ist, könnt ihr ruhig mal ein paar Erfahrungspunkte ausspucken. Geizhals. Ich habe übrigens, wie ihr vielleicht seht,
das Honeyball-Texturenpaket wieder reingenommen. Einfach mal, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann mich mit den anderen Texturenpaketen nicht anfreunden. Die sind alle so düster. Alter, wollt ihr mich hier verscheißern? Komm her. Komm her. So. Die flattern noch immer so wie so eine, Stubenfliege. Die immer genau da ist, wo du auch bist. Und dann fliegt die immer um deinen Kopf herum. Und du hast nichts. Außer deine Hände, um ihr mal ab und zu eine Schelle zu geben. Doch das hält sie nicht ab. Sie greift dich immer weiter an. Das war eine Spitzhacke. Und ich sehe schon, wir werden nicht weit kommen. Wir haben bis jetzt nur Kohle abgegrast. Und jetzt sind wir... Ah nee, hier ist noch eine. Ich wollte gerade sagen, hä? Draußen wird es dunkel. Es wird Nacht. Doch keine Sorge, denn ich habe Kohle mitgebracht. Es ist trotzdem verdächtig ruhig. Ich habe die Monster angemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, das sieht schon mal besser aus. Da war was. Ich habe es genau gesehen. Aber warum haben wir hier kein Eisen? Kein Eisen in der Nähe. Hier waren wir doch schon. Genau, hier haben wir die Kohle abgefarmt. Und dann sind wir hier auf die andere Seite. Und waren gerade hier bei der Kohle. Die Kohle. Wird sie unser Ende sein? Oder unser Segen? Ein Fluch? Oder beides? Ja, genau. Ich glaube, Kohle haben wir jetzt erstmal langsam genug. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Erstmal hier hin. So. Skelett ausgeschaltet. Es dachte, es kann uns einfach töten. Doch dem war nicht so. Das Skelett hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. So. Uah. Gut, dass man hier nicht paranoid wird. Alter. Ich krieg hier richtig Panik. Ich muss hier raus, ich werde verfolgt. Ich sehe das schon kommen. Da kommt ein Creeper, fliegt in der Luft, bam, sind wir alle tot. Also alle, ich alleine, ich, nur ich. Und wir sind auch instant tot, weil wir keine Eisenrüstung oder sowas haben. Wir haben gar nichts. Keine Eisenrüstung, nix. Auf welcher Höhe befinden wir uns denn überhaupt? 59. Sehr klar, dass wir hier nichts finden. Am Arsch. Wir müssen also tiefer graben. Uah. Da ist ein Zombie. So, hier machen wir wieder dicht. Schnappen uns mal eins unserer leckeren Steaks. Oh, wir haben immer noch Hunger. Ach, das ist rohes Schweinefleisch. Verdammt. Das Falsche. Ich wundere mich schon, warum das immer so wenig heilt. Da ist ein Skelett. Da ist ein Creeper. Ma, jetzt kommen wir mal hoch hier. Und dann rennen wir mal schnell nach Hause. Falls wir das finden. Aua. Zum Glück weiß ich noch ungefähr, wo es war. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal ein bisschen Kohle eingesackt. Das ist ein Anfang. Das ist wirklich ein Anfang. Hier sind ja Schweine, bis der Arzt kommt. Und Creeper. Und Spinnen. Und Zombies. Und da hinten leuchtet was. Und Enderman. Oh Gott. War das hier? Ich weiß es nicht. Ist das ein Bug? Oder gibt es hier wirklich so einen schiefen Berg? Nein, es ist ein Bug. Ich mag es.